Ach du Heilig. Boah, der König ist offenbar ein Gutmensch, wenn er Leute hier verhungern lässt. Alter, Nagelbrett mit so einem Käfig. Bams, bams, bams. Das war ein lieber König. Hier oben alles blutig bei den Folterinstrumenten. Boah. Was ist das denn für ein König? Der ist hier offenbar schon etwas länger eingesperrt. Und lässt hier Leute verhungern. Warum hat man dich hier wohl eingesperrt? Ja, es war folgendermaßen. Es war ein schöner Dienstagabend, als plötzlich. Okay. Der Käfig ist verriegelt, was auch sonst. Schade. Hier der Käfig? Der Käfig ist offen, trotzdem nicht besonders einladend. Das ist doch hier für Sedwick, ist das doch hier einfach das Paradies, oder? Wozu? Der Käfig ist leer. Ja, dann steig doch mal rein. Und nun? Das war ein Witzäumel. Kann ich den Käfig wieder schließen? Offenbar nicht. Warum kann man in den Käfig steigen? Das ist irgendwie dubios. Ein Kohlebecken? Ein Kohlebecken, damit man beim Foltern nicht friert. Ja, oder damit der Gefolterte es schön knusprig warm hat von der Seite. Pusten würde hier auch nicht weiterhelfen. Da ist keine Glut mehr in den Kohlen. Nee, ist ja auch schon lange her, dass hier was passiert ist. Was passiert ist, Mann? Solange die Kohlen nicht brennen, nutzen sie mir gar nichts. Das sieht alles andere als gemütlich aus. Boah, sowas wünsche ich mir morgens manchmal am Aufstehen. Ob ich auf diese Weise etwas gegen meine Kurzatmigkeit unternehmen kann? Kurzatmigkeit nicht, aber gegen deine Kürze kann man da bestimmt was unternehmen. Die benutzt man, indem man Gefangene draufspannt. Spanner. So, hier haben wir noch, da ist eine Fackel, die nichts macht. Ach, Oliven. Aha. Da ragt ein Olivenzweig durchs Gitterfenster. Na, wenigstens scheint noch irgendwas hier am Leben zu sein. Können wir da vielleicht dranne? Nee, wahrscheinlich nicht. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht dran. Keine Chance. Von hier aus. Ja, habe ich mir fast gedacht. Okay, können wir hier sonst noch irgendwas? Was? Knochenhand. Oh. Ganz schön gruselig. Können wir die vielleicht ablecken? Wenn ich schon in die Hände spucken muss, dann doch lieber in meine eigenen. Ja, nee, das ist doch ekelhaft. Lass das mal. Oh je, da habe ich wohl. Auweia, Entschuldigung. Was denn? Er reichte mir den Finger und ich nahm die ganze Hand. Ja, meine Güte, aber dafür sind die Blitze blank. Können wir die mit irgendwas verlängern, um an die Oliven zu kommen, vielleicht? Nein, ich schätze, er hat schon genug gelitten. Na, der hat's doch bequem da drin. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber irgendetwas fehlt noch. Nein. Na, sieh mal einer an. Die Zange passt perfekt in seine Hand. Bitte was? Zange mit Knochenhand? Bitte was? Ich knote das Seil an die Zange. Dann kann ich die Knochenhand als Verlängerung benutzen und die Zange aus der Ferne bedienen. Wer macht denn sowas? Also ganz ehrlich, wer macht denn? Ich dachte, der knotet jetzt das Seil hier unten an die Hand und dann können wir das Seil quasi ein bisschen lassomäßig nach oben werfen und mit der Hand vielleicht so ein paar Oliven aus dem Busch wedeln. Aber das ist jetzt zum Glück nicht übertrieben. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht dran. Okay, haben wir vielleicht noch einen Beinknochen oder irgendwas? Nagelbrett, Knochenstumpf. Ach, sieh mal einer an. Oh je, ich muss auch wirklich alles kaputt machen. Ja, wenn du das musst, dann musst du wohl. Er hat mir bereits die Hand gegeben, etwas wörtlicher, als mir lieb ist. Gut, wir wollen ja mal nicht so sein. Und mit der Säge durch den Knochenstumpf. Das habe ich bereits kaputt. Mal wieder ganze Arbeit, Sedwick. Ja. War ja eigentlich auch richtig. Können wir den Käfig vielleicht öffnen? Der Käfig ist verriegelt, was auch sonst. Schade. Hat man ja auch schon. Ein Haken. Hier hing wohl mal etwas. Ein dritter Käfig oder so. Können wir da das Ding dranhängen? Nein, das kann ich da nicht dranhängen. Es hat weder Öse noch Schlaufe. Einen leeren Eimer? Vielleicht könnte ich den Eimer da ranhängen. Aber was dann? Das weiß ich nicht. Ich probiere nur rum, Sedwick. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Aber das kann ich ganz gut. Keine Ahnung haben. Scharfes Mondornament? Habe ich nicht schon genug kaputt gemacht? Heul doch nicht immer so. Mit dem Kuhfuß könnte man den Käfig aufbrechen. Nein, ich schätze. Okay, das geht nicht. Was haben wir denn mit dem Nagelbrett? Das sieht alles andere als gemütlich aus. Können wir da vielleicht. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ich habe noch nie verstanden, warum sich die Leute die Zunge piercen lassen. Haben die noch nie etwas von Entzündungen gehört? So. Aua!
Ihr geht nein. Ohne Werkzeug bekomme ich die Nägel da nicht ab. Ach so, wir haben noch Werkzeug. Theoretisch hätten wir Werkzeug. Vielleicht mit dem Kuhfuß? Weil eigentlich ja mit der Zange, dachte ich. Nein, damit bekomme ich bräuchte. Geht das? Na dann wollen wir dem Patienten doch mal ein paar Zähne ziehen. Na Gott sei Dank geht das noch. Nimmt er alle mit? Pups, der da? Wie viel haben wir jetzt? Warum haben wir jetzt so viele Nägel? Wozu sind die gut? Warum haben wir jetzt Nägel mitgenommen? Was können wir damit machen? Ich sollte daran nicht weiter herumdoktern. Es ist gut so, wie es ist. Kurbel, Mondornament, Kuhfuß. Ich dachte, vielleicht können wir damit echt die Oliven da oben rausholen. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Käfig öffnen. Kann man da den dicken Spot reintun? Und nun? Da steigt immer selber rein. Verstehe ich nicht. Angucken geht auch nicht. Das geht auch nicht. Können wir vielleicht den Spot in den Käfig sperren? Pfui, Spot, aus! Nein, das ist kein Kauknochen. Oder den Spot in diesen Käfig sperren? Soll ich dich hier drin verstecken, bis der Weltuntergang vorbei ist? Nein? Ach, Spot, du bist wirklich eine tapfere Raupe. Oder an den Haken klauen? Was? Mist. Ich kann doch Spot nicht einfach so an den Haken hängen. Er ist doch kein totes Vieh im Schlachthof. Naja, noch nicht, aber wenn ich mit dem fertig bin, dann können wir den auch nachhaken. Selbst wenn ich wollte. Spot ist viel zu klein. Den könnte ich dann niemals einspannen. Na gut. Vielleicht ein Kohlebecken. Gut, dass sie so weit oben stehen. Spot liebt es, Kohlenstücke zu essen. Nicht, dass mich das stört, aber danach muss er immer so rußig aufstoßen. Können wir ihm vielleicht Kohle zu fressen geben, damit er vielleicht diesen Stein ausrülpst? Solange die Kohlen nicht brennen, nutzen sie... Ich will die Kohlen nicht zum Brennen kriegen, ich will die nur, dass der Spot die vielleicht frisst, aber ich glaube, ich denke schon wieder zu weit oder zu kurz oder zu links oder zu rechts oder keine Ahnung. Sonst gibt's hier auch nichts, aber wir müssen irgendwie an diese vermaledeiten Oliven kommen. Können wir vielleicht hier so? Hab ich nicht schon genug Und einfach das Ding da hochschmeißen geht auch nicht, ne? So als Bumerang. Mit der Sichel könnte man sicher prima Oliven ernten, wenn sie in Reichweite wären. Okay, das wäre also eine prima Olivenerntesichel. Hab ich nicht schon genug. Hör auf zu heulen, Mann. Nägel, sonst haben wir nichts dabei. Mit der Sichel könnte man prima Oliven ernten, aber wie genau wir die jetzt da ernten können, das weiß ich auch nicht. Kohlebecken, verdammt. Können wir den Spot nicht dazu kriegen, dass der an die Kohle kommt irgendwie? Halt. Vielleicht so? Wenn er nicht fett ist? Weil er ist ja zu klein, nicht zu fett. Selbst wenn ich wollte. Spot ist viel zu klein. Den könnte ich dann niemals einspannen. Aber wir haben doch noch einen großen Spot. Zumindest glaube ich das. Ja, das könnte klappen. Was? Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm herausoperiert. Was? Was? Hat er den gerade mit den Nägeln an der Streckbank? Alter! Was ist denn das für ein Masochistenclown? Erst die Kröte die lebende Kröte in den Kochtopf und jetzt nagelt er sein Haustier, schlägt er Nägel durch seine Haustür. Alter! Ey, dieser Clown, ne? Der guckt immer die ganze Zeit so wehleidig. Aber der Typ ist ein Monster. Das ist ein mitleidsloses Monster. Ein kaltherziges, mitleidsloses. Da habe ich ja gar keine Worte für. Er scheint sich da ganz wohl zu fühlen. Ja, wir können ja dich da mal irgendwie gerne und so. So, und nun, was machen wir jetzt? Und das macht dir wirklich nichts aus, Kumpel? Du bist sehr tapfer. Hat der Kumpel was gesagt? Ich habe gerade gar nichts gehört. Oh. Ach so. Und eine Sache können wir ja auch noch machen.
Aber den kriegen wir jetzt, da müssen wir jetzt den dann wieder auf die Streckbank machen, oder was? Ich blick das noch nicht ganz, was wir jetzt mit dem machen sollen. Wir können ihn doch auf gar keinen Fall auf... Ja, das könnte klappen. Vielleicht... Wir können ihn doch nicht aufschneiden. Alter. Damit käme ich wohl weit genug in seinen Magen hinein. Und ich könnte sogar den Flüsterstein greifen. Aber woher soll ich nur wissen, wo genau sich der Flüsterstein befindet? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Der kann auch daran rumgreifen. Ich dachte schon, er muss den aufschneiden oder so. Können wir vielleicht nur mal... Ich meine nur mal so... Was? Nein, ich will ihn doch nicht wirklich foltern. Ich will lediglich den Flüsterstein aus ihm heraus operieren. Will ihn nicht wirklich foltern, schlägt aber Nägel durch ihn durch. Naja, gut, das ist... Ich sag da mal nichts zu. Können wir vielleicht so? Nein, das hilft mir nicht dabei, den Flüsterstein aus ihm rauszubekommen. Okay, er muss also wissen, wo der Flüsterstein ist, oder was? Damit käme ich wohl... Und ich könnte sogar den Flüsterstein greifen. Aber woher soll ich nur wissen, wo genau sich der Flüsterstein befindet? Können wir den vielleicht durchleuchten, wie so ein Handtuch vom Fenster oder sowas? Glühende Kohlen, wie die, auf denen ich sitze. Das geht natürlich nicht, weil Holz ja bekanntlich nicht so lichtdurchlässig ist wie Glas, aber vielleicht können wir. Eckbank? Das sieht alles andere als gemütlich aus. Wir haben ja eine Säge dabei. Super, jetzt habe ich eine Streckbank mit Durchreiche und eine Muskelzerrung. Alter, das sind ganz merkwürdige Rätsel sind das hier. Hallo? Alter, Spot, da. Okay, jetzt nochmal drauf. Das müsste ja quasi dann durchleuchten, ne? Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm heraus operiert. Ah ja, der Spot hat keine inneren Organe. Der hat sonst nie was gegessen oder verdaut auch nichts. Da ist nur dieser eine Flüsterstein drin, wie es aussieht. Aber den kriegen wir jetzt raus. Na dann... Augen zu und durch. Oh, das tut mir jetzt mehr weh als dir, Kumpel. Wobei, nicht unbedingt im wörtlichen Sinne. Nanu, wer sagt's denn? Der Flüsterstein. Endlich habe ich ihn wieder. Das ist einfach nur schräg. Das ist einfach nur schräg und wir haben den Flüsterstein. Der Flüsterstein. Endlich habe ich ihn wieder. Aber wir müssen noch irgendwie an die Oliven kommen und ich weiß immer noch nicht wie. What? Mit dem geht ja offenbar alles. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Er ist viel kleiner und schwächer und überhaupt. Ja, natürlich ist er das. Die Frage ist, wie kommen wir denn bloß an die Oliven? Wir haben das scharfe Mondornament. Wir können hier in den Käfig gehen, was aber irgendwie gar nichts macht. Wir haben hier einen Haken. Können wir daran ziehen? Haben wir das schon probiert? Ich glaube, ja. Nein, an der Kette hängen offenbar beide Käfige. Ich bin nicht stark genug, sie hochzuziehen. Okay, das kriegen wir nicht hin. Guck grad mal, aber sonst gibt es hier, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Haken, Käfig, Streckbank... Oliven. Wenn ich nur wüsste, wie man an die Oliven kommt. Was hat's mit den Knochenstumpen auf sich? Wahrscheinlich gar nichts mehr. Ein leeres Fläschchen haben wir auch noch. Das heißt, da steht uns noch irgendwas ins Haus. Und die Kurbel haben wir auch noch. Wir brauchen wahrscheinlich doch noch Wasser. Hab ich nicht schon. Habe ich ja schon probiert. Ich bringe erstmal den Flüsterstein zum Astronomen. Mal gucken, was der sagt. Ich hoffe, der ist happy. Astronom! Der fehlt doch da unten drin, oder? Den kann ich doch einfach da unten reinlegen, oder? Oder? Passt. Ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend! Wie bist du an ihn rangekommen? Das...
willst du gar nicht wissen. Dann will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. Okay, ach da, grün, lila, blau, grün, gelb, rot. Gelb ist wahrscheinlich das Braun, was ich mir aufgeschrieben habe. Warte mal. Nee. Blau. Blau gab es gar nicht bei der chemischen Tabelle. Grün, warte mal, ich hake mal eben ab. Grün. Grün haben wir. Gelb haben wir. Rot haben wir auch. Lila haben wir auch. Dann muss das Braun eigentlich blau sein. Das müsste dann Silenzium sein. Der Flüsterstein müsste für Silenzium stehen. Wie auch, glaube ich, die Welt heißt ja so ähnlich, ne? Silence oder Silencia oder so? War mir nicht so. Aber der Königstour können wir gerade eh nichts machen. So, hier haben wir jetzt eine Tafel. Ich weiß jetzt allerdings nicht, welcher ist denn der größte und so. Die Farben haben wir ja. Und ein Teleskop. Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die 5 Planeten. Avrius, Pornitus, Wernicus, Silens und Frobel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden. Wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Ja, aber welcher Planet ist denn wie groß? Das wissen wir noch gar nicht. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Warum nicht? Drecksack. Das war sicher sehr teuer. Ich will durchs Teleskop gucken. Du Drecksack, du musst die Welt retten. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich weiß doch jetzt gar nicht, welcher Planet... Hier, da sind zwar ein paar Planeten drauf, aber ich weiß doch gar nicht, was zu welcher oder welche Größe zu welchem gehört. Lila, rot, lalala. Okay, die Namen habe ich schon mal. Ich schreibe mir noch mal ganz kurz die Planeten auf. So, Moment. Was ist das hier für eine Skizze? Es zeigt Avrius, Pornitus, Wernicus, Silens und Frobel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand... Wie ab... Aber okay, das war... Ja, nochmal bitte. Ich komme so schnell nicht hinterher mit dem Aufschreiben. Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung und es zeigt Avrius, Pornitus, Wernicus, Silens und Frobel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden. Wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Okay, ich glaube, das kriegen wir noch hin. Wir können die Elemente ableiten anhand der Planeten, wie es aussieht. Und darum wiederum die Farben. Aber die Größe, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und wir brauchen noch Öl. Mit dem Getriebeschein, das lasse ich besser. Wie kann ich denn jetzt gucken? Das hier ist auch nichts, ne? Wie kann ich denn... Was macht der Brunnen? Ein tiefer, dunkler Schacht. Wie mein Leben. In den Brunnen könnte man theoretisch Wasser gießen, aber ob das jetzt so Sinn macht, weiß ich auch nicht. Dazu müssten wir auch erstmal wieder Wasser holen. Tja, sonst weiß ich momentan auch nicht. Wir müssen... die Größe der Planeten bestimmen? Könnte das vielleicht die Elementzahl sein? Das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Aber man weiß ja nie.